Level up für Edea. Pionierwälzer. Jede Menge Geld. Oh, zwei Zauber. Flammenstrom. Heimtückische Wolke. Ja. Die Schwierigkeit extrem langsam. Kürzere Reichweite. Minus 5 Genauigkeit. Aber dafür sehr hohe Schadensreduktionsumgehung. Könnte es präzise oder beschädigend machen? Für außergewöhnlich habe ich nicht die nötigen Materialien. Ich könnte es schockend machen und einen Humanoiden-Töter draus machen. Das ist immer irgendwie das beste Humanoiden. Aber nee. Könnte Schaden von Kannas Armbrust erhöhen. Das wäre auf jeden Fall was. Also von seiner Arbalest. Könnte Schockschaden hinzufügen. Könnte Humanoiden-Töter hinzufügen. Ach ja, und den Schaden erhöhen wir auch mal, oder? Nee, wenn ich den Schaden nämlich nur erhöhe, da ist das hier besser, sobald ich es kann, sobald ich mehr Rubine und Vitrak-Hirne habe. I'm here. So, der hat ein Level up. Ist der jetzt Stufe 12? Jetzt hinkt eigentlich nur noch Durenz hinterher. So, der. Ein Punkt im Überleben ist gut. Körperkontrolle, überlegene Abwehr. Giftschlag. Dreimal pro Ruhephase. Scharfschütze, Schütze, gefährliches Werkzeug. Unterbrechende Hiebe. Das wäre nicht schlecht. Das ist modal. Nee, durchdringender Schuss braucht er auch nicht. Blutiges Gemetzel ist passiv. Das ist böse, aber ich würde sagen, ich gebe ihm unterbrechende Angriffe. Ja, dann geben wir ihm unterbrechende Hiebe. I'm here. Die Chance zu erhöhen, den Gegner zu unterbrechen, ist immer gut. So, als nächstes geht es in die Sturmwallschlucht und dort in den tollen Tempel. Sind nochmal 14 Stunden, die wir brauchen, Reisezeit.
Ein entfernter Verwandter von Söldnerhauptmann Esma ist in der Festung eingetroffen und bittet sie darum, sie für Geld auslösen zu dürfen. Beinahe wurde er auf der Straße von Räubern überfallen und seine Patrouillen konnten einschreiten. Mit dem will ich persönlich reden. Ach ja, ich habe vergessen zu gucken. Was sagt denn die andere Sache? Noch ein Tag und 21 Stunden. Gucken wir mal kurz, wie lange brauchen wir von hier aus nach Ketnua? 20 Stunden, okay. Dann gucken wir, dass wir uns hier beeilen. Bin zwar der festen Überzeugung, dass er im unteren Bereich sich versteckt hält, der Troll. Aber gehen wir auf Nummer sicher. Achso, wir kommen ja von hier aus direkt in den unteren Bereich. I'll take a look. Und ja, da ist Glastial auf jeden Fall. Okay. Das ist nicht nett hier oben. Du rennst in der Glatz. Und Kanna Oger. My bow's ready. So, jetzt noch die Pflänzchen. Nein, nicht ihr töten. Oh, Itowak ist bewusstlos. I'm here. Hey. So, Itomak ist wieder da. I'm here. So, wir haben wieder Geld verdient. Und ja, wir können den Ausgang hier drüben nehmen. Steuern eingetrieben, sehr schön. So, das heißt, wir können jetzt nach Ketnua zurückkehren und uns erstmal um den Angriff der Geister kümmern.
Dann können wir uns um die Sachen dort kümmern, die wichtig sind. Also gerade den Gesandten, der den Hauptmann auszahlen will. Dann mal wieder in unsere Truhe gucken. Da können wir uns mal unsere neuen Händler angucken, die wir so haben. Ob die was Nettes haben. Und ja, wir sind bald fertig mit dem Ausbau von Ketnur. Auch. Ja, I must say, I'm impressed. Kuriositätenladen ist abgeschlossen. Das heißt, Magieschmiede ist das Letzte. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, sagt Alof. Hey. Ja, wenn wir es uns so ansehen, ist die Handwerkshalle, der Kuriositätenladen und die Kapelle jetzt wieder einsatzbereit. Ja. So, das heißt, wir kümmern uns erst einmal um den Angriff hier. Von den Quen'Gwalas und den Geistern. Oh je, mein Schmelztiegelritter. I'm here. After an Itamok. So. Das waren die Gegner. Juhu. Alle tot. Tot, tot. Weil sie waren ja vorher schon tot. At once. Meine Fürstin, mir sind fürchterliche Dinge zugekommen. Ich fürchtete, sie würden nicht zurückkommen. Ist es wahr? Gibt es tatsächlich Aufstände in Trutzbucht? Und stimmt es, dass Ewag Wolfsgrinsen erschlagen worden ist? Ja, es ist wahr. Wie schrecklich, meine Fürstin, wie froh ich bin, dass Ihnen nichts geschehen ist. Ich kann nur hoffen, dass sich die Stadt wiederholen wird. Wie ist der Zustand der Burg? Nachrichten über Ketnur verbreiten sich weit und breit. Ich rechne damit, dass wir schon bald Besucher aus allen Teilen der Welt bekommen. Es ist, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wunderbar es ist, dieser Ort wieder im alten Glanz zu sehen. Vielen Dank, meine Fürstin. Diese Burg spiegelt nur das wider, was Sie für uns getan haben. Also ein Monument, wenn man so möchte. Ich habe Sie doch hoffentlich nicht zu lange warten lassen. Ich werde Ihnen meinen Bericht erstatten. Oh, der ist abgezogen. Schade. Luftdicht und behindernd. Good day to you. Du hast ja nichts Neues Besonderes. Aber wir können Zeug aus der Truhe mal wieder loswerden.